Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Grüne wollen das Autofahren drastisch verteuern. Rund 1 Million Feiernde auf dem CSD und das Wetter, es wird wechselhaft und mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 26 Grad auch ein wenig kühler. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten. Berlins Grünen-Fraktionschefin Antje Kappeck fordert, die Benutzung des Autos in der Stadt drastisch zu verteuern. Die Lieferdienste nehmen drastisch zu, die Vielzahl von Fahrzeugen steige, die Stadt sei immer verstopfter. Das habe auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Berliner, sagte Kappeck dem Tagesspiegel am Montag. Gegen diese Entwicklung müsse mit einer City-Maut, höheren Parkgebühren und einer teureren Anwohnervignette gesteuert werden. Um Menschen zum Umstieg auf umweltfreundliche Mobilitätslösungen zu bewegen, seien auch ein massiver Ausbau des ÖPNV, dichtere Taktfolgen bei U- und S-Bahn und Regionalbahnen sowie mehr Züge auf den Strecken nötig. Mehr als 7 Jahre nach der ursprünglich geplanten Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER werden an der Dauerbaustelle seit Montag erstmals wichtige Technikanlagen gemeinsam getestet. Die Prüfung ist eine Voraussetzung für die Abnahme des Airports durch die Baubehörde. Die Anlagen befinden sich im Hauptterminal. Die Eröffnung des Flughafens in Schönefeld ist nun für Oktober 2020 geplant. Für die sogenannte Wirkprinzipprüfungen ist den Angaben zufolge der TÜV zuständig. Angesetzt dafür seien 40 Arbeitstage bzw. 2 Monate. Dabei wird getestet, ob die Anlagengruppen im Zusammenspiel funktionieren. Dazu zählen zum Beispiel die Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und die Sicherheitsstromversorgung. Davor waren die Anlagen nur einzeln geprüft worden. Der Christopher Street Day hat in Berlin nach Veranstalterangaben rund 1 Million Feiernde aus aller Welt und damit so viele wie nie zuvor angezogen. Am Samstag zog der riesige Tross vom Kurfürstendamm bis zum Brandenburger Tor. Schon gegen 16 Uhr zählten die Veranstalter im ersten Drittel der Parade rund 100.000 Teilnehmer, so viele wie im vergangenen Jahr insgesamt mitliefen. Die Berliner Polizei, die mit 800 Einsatzkräften unterwegs war, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der bunten Parade. Es habe dort keine außergewöhnlichen Vorfälle gegeben, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Das Motto des diesjährigen CSD lautete Stonewall 50, Every Riot Starts with Your Voice. Zu Deutsch, jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme. Damit sollten insbesondere die frühen Aktivisten der LGBTI-Bewegung gewürdigt werden. Der Christopher Street Day erinnert an die Ereignisse vom 28. Juni 1969, als Polizisten die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar Stonewall Inn in der Christopher Street stürmten und dadurch einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auslösten. SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheres plädiert dafür, die Sommerferien in den Bundesländern weniger zeitlich zu strecken. Sie werde sich in der Kultusministerkonferenz dafür einsetzen, dass die Sommerferien in Berlin und anderswo erst im Juli beginnen, sagte Scheres der Deutschen Presseagentur. Durch die jährlich wechselnden Ferientermine kann es vorkommen, dass ein Schuljahr kürzer ausfällt. So begannen in diesem Jahr die Ferien in Berlin bereits am 20. Juni. Das sei ungerecht, weil die Berliner Schülerinnen und Schüler innerhalb kürzerer Zeit genauso viel lernen müssen wie Schülerinnen und Schüler in anderen Bundesländern, in denen die Ferien dann wesentlich später begannen, meinte Scheres. Das führt zu einseitiger Mehrbelastung und stelle auch die Vergleichbarkeit der Abschlüsse in Frage. Sie sei dafür, die Ferien auf einen bestimmten Zeitraum zu konzentrieren. Bundesweit einheitliche Ferientermine hält Scheres für unrealistisch. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist der Himmel leicht bewölkt. Mit 21 Grad kühlt es dann zwar ein wenig ab, aber wir erleben erneut eine tropische Nacht. Am Dienstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Das Quecksilber steigt maximal auf angenehme 24 Grad und es bleibt trocken. Und der Blick auf die kommenden Tage. Es bleibt wechselhaft. Am Mittwoch hat die Sonne kaum eine Chance und es kann insbesondere am Nachmittag und Abend auch immer wieder regnen. Am Donnerstag trüben dann nur einzelne Wolken den ansonsten blauen Himmel und am Freitag nimmt dann die Bewölkung wieder zu. Die Höchsttemperaturen bewegen sich die nächsten Tage zwischen 26 und 27 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.